Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HKC Recap. Das ist ein bisschen was Neues für mich, im Sinne von, ja, diese Folge produzieren. Ich habe meinen PC neu aufgesetzt und bin mittlerweile tatsächlich auf Windows 10 umgestiegen. Ja, ich war immer noch bei Windows 7 und ich bin auch fast dabei, es bereut zu haben, gewechselt zu haben. Schon langsam wird es endlich wieder so, wie ich es mir vorstelle. Ein, zwei Sachen gibt es noch, die mich stören, aber dazu dann vielleicht ein anderes Mal. Wir starten die Woche mit einer neuen Folge Formula One. Episode 14 Facecam in Monza ist am Stissel und war eine relativ coole Folge. Wir sind da richtig, richtig gut unterwegs gewesen in Monza. Hätte ich nicht geglaubt. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen und ich würde sagen, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Von dem her, Leute, wie gesagt, Facecam, schaut mal vorbei. Ist auf jeden Fall ganz witzig, weil man sieht halt eben dann zum Bild auch quasi, wie ich halt mit dem Lenkrad schalte, wie ich lenke und so weiter. Also von dem her mal vielleicht einen Blick riskieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann, am Montag ging es los wieder mit der neuen Folge von LS19, die bekloppten AG, Episode 12. Und das war eher wieder so eine Folge, wo wir, glaube ich, im TS unterwegs waren, ein bisschen Musik zwischendrin, dann mal wieder da. Es sind viele Sprünge mittlerweile drin, weil wir einfach so viel spielen. Ich habe jetzt, das Spiel ist jetzt wie lange draußen? 1,5 Monate, oder? Wann kam es raus? 20. November? Ja gut, dann sind es jetzt fast 2 Monate. Aber ich habe inzwischen einmal kurz Steam öffnen. Da ist mein Steam. Bibliothek, Spiele, Farming Simulator, sind mittlerweile 242 Stunden, die ich da drauf habe. Also ja, kann sich, glaube ich, sehen lassen. Ja. Dann geht's weiter mit einer neuen Folge Ark. Und Ole hat gekackt. Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Wir gehen nämlich direkt weiter zum Minecraft Team Olia Folge 98 von der dritten Staffel. Und diese Folge hat einen relativ coolen Namen, Cheats und Bugs. Diese Folge habe ich schon vor längerer Zeit aufgenommen. Die hatte ich, glaube ich, so um den Dreh von Folge 92, 93, 94 aufgenommen. Und habe dann quasi mir für mich aber selbst gesagt, nee, die will ich eher später raushauen, wenn der Server dann weg ist. Und deswegen Folge 98, die vorletzte Folge, die wir von Timulia haben, Leute. Danach kommt noch eine, Folge 99. Und danach war ja quasi der Stream als Folge 100 deklariert. Das heißt, nicht mehr lang, deswegen würde ich mir besonders viel wünschen, wenn ihr vielleicht da nochmal reinschauen würdet. Sind echt ein paar coole Sachen auch dabei rumgekommen. Die Folge ist nicht super lang, also von dem her kann man sich das, glaube ich, schon mal irgendwie am Abend, bevor man ins Bett geht oder sowas, vielleicht mal anschauen. Ansonsten haben wir noch dann Rocket League. Er ist wieder da mit Bedtime. Wieder eine kleine Fun-Life-Commentary. Leute, ihr wisst, Bedtime, da geht es eigentlich nicht wirklich um das Spiel oder so, sondern eigentlich eher um die Kommunikation, Conversations. Wir sind da einfach im Teamspeak, haben da halt ein bisschen Fun, schreien rum, machen die anderen nieder, obwohl wir selber halt eigentlich die größten Hubs sind. Und von dem her eigentlich auch immer ganz witzig. Und meistens, wie gesagt, die Folgen dann meistens so eine Viertelstunde oder sowas. Also das, glaube ich, ist auch nicht verkehrt. Beziehungsweise da ist nichts verloren, wenn man da mal reinschaut. Apropos reinschaut, in der letzten Folge für diese Woche, ARK 120, ist der Alpha hinter mir. Zumindest glauben wir das, dass der Ole verfolgt wird. Allerdings, wer da genau wissen will, ob das wirklich so der Fall ist, genau, da müsst ihr schon reinschauen. So viel dazu. Jetzt würde ich sagen, kommen wir noch ganz kurz zum Kommentar der Woche. Der ist jetzt wiederum schon ein bisschen länger her. Und zwar kommt der diesmal unter dem Video von meinem Samsung-Monitor, den ich mal vor 2 Jahren schon geunboxed habe oder sowas. Und da hat Kai oder über vor einer Woche mal geschrieben, mach weiter so, hab den Monitor auch, aber dreimal. Da wollte ich nur noch mal ganz kurz eingehen, weil das Video mittlerweile ja ein bisschen über 6000 Aufrufe hat. Die Monitore kann ich theoretisch nach wie vor noch empfehlen. Ich glaube, der Preis ist hoffentlich mittlerweile mal ein bisschen runtergegangen. Schauen wir mal. Ich habe da den Link verlinkt. 170 Euro. Okay, ich kann ihn nicht mehr empfehlen. Vor allem der Nachfolger kostet nur 125 Euro. Leute, kauft ja nicht diesen Monitor. Vor allem meiner Meinung nach das größte Manko, auch von dem Nachfolger sehe ich gerade. Ne, der Nachfolger hat es nicht, oder? Das ist bloß ein Close-Up. Ah, okay. Den Nachfolger könnt ihr nehmen.
Denn das größte Manko von dem Monitor ist meiner Meinung nach gewesen, dass er kein VESA-Mount hat. Das spricht, du kannst ihn nicht an einem Arm befestigen. Und das wollte ich aber unbedingt hier in meiner neuen Wohnung. Das, wo ich damals die Monitore gekauft habe, war noch meine alte Wohnung. Bin aber da jetzt mittlerweile schon auch wieder seit eineinhalb Jahren schon wieder raus. Das ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ich wollte halt dann eben die Monitore aufhängen auf einem Arm und das ging eben nicht. Darum habe ich mir auch zwei neu bestellt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da jemals ein Video dazu gemacht habe. Ich glaube nicht. Mittlerweile habe ich quasi 27 Zoll Monitore, zwei Stück auch wieder von BenQ. Bin soweit sehr zufrieden. Es sind, glaube ich, ganz normale Full-HD-Panels. Ich muss einfach sagen, ich hätte zwar schon gern 4K-Displays, aber wenn man einfach mal reinschaut, 4K-Monitor, 27 Zoll, dann findet er erstmal nichts wirklich, was ich da so will. Weil dann bietet mir als zweites, bietet er mir für 140 Euro ein 27 Zoll LED-Monitor an, allerdings wieder nur mit Full HD. Wir wollen aber 4K. Das heißt, wir lassen vielleicht mal die 27 Zoll weg und schauen einfach mal, was wir dann da so finden. Ja, und da, wenn wir zum Beispiel jetzt hier reingehen, 28 Zoll 4K UHD mit DisplayPort und so weiter von Asus, kostet derzeit 350 Euro, ist bereits um 100 Euro reduziert. Oder hier von HP. Okay, den kannst du allerdings vergessen, weil der 7 Millisekunden Reaktionszeit hat, also ist der nix für das Gaming. Was haben wir hier? Eine Millisekunden Reaktionszeit, das wäre wiederum einer, der ist allerdings, doch, das ist auch ein 4K, 275 Euro. Also du bist halt bei einem Monitor locker schon mal schnell 300 Euro los, Leute. Und das ist es mir aktuell definitiv noch nicht wert. Vor allem, wie gesagt, ich brauche zwei davon. Und, du brauchst dann auch die Horsepower in Sachen Grafikkarte, um das überhaupt betreiben zu können. Von dem her, wie gesagt, kauft euch nicht die Monitore, die ich da reviewed habe, sondern kauft euch, wenn dann den Nachfolger. Glaube ich, damit seid ihr ganz gut aufgehoben. Wie gesagt, es ist dann mit VESA Mount vorhanden, also kann man dann den schon kaufen. Gut, liebe Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder bei einer neuen, bei einem neuen Video. Ich weiß noch nicht genau, was ich für morgen geplant habe. Normalerweise ja wieder Formel 1. Allerdings muss ich da jetzt erstmal ein bisschen einbremsen bzw. kürzer treten. Ich habe momentan ein bisschen viel zu tun. Das heißt, ich komme mit dem Produzieren nicht hinterher. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie viele Formel 1 Folgen wir noch im Voraus haben. Wir haben noch genau eine Folge im Voraus. Und dann muss ich erst wieder produzieren. Das heißt, vielleicht kommt nächste Woche, also beziehungsweise morgen gleich noch Formel 1. Vielleicht mache ich aber auch erst wieder ein Technikvideo rein. Schauen wir mal, was hatten wir. Ja, ich glaube, ich wechsle nochmal ab mit Technik. Sprich, einmal Formel 1, einmal Technik, Formel 1, Technik. Das heißt, somit können wir noch Formel 1 ein bisschen rauszögern. und ich habe nochmal eine Woche Zeit oder dann zwei Wochen Zeit, um da weiter zu produzieren. Es sind eh nicht mehr viele Rennen. Und von dem her, schauen wir einfach dann, was dabei so rumkommt. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich, wie gesagt, morgen bei einem neuen Technikvideo. Ich glaube, das wird ein ganz kleines Video sein. Ich glaube, da habe ich nur, ich kann mal ganz kurz reinschauen für euch, schon mal sozusagen eine Preview. Wir haben hier den Ordner, wo ist er denn? Ach, da unten. Technik, beziehungsweise, ja, doch. Änderungsdatum, das Rustmaster hatten wir schon, genau, dann haben wir hier entweder Gehäuselüfter oder ein kleines PC Setup Build, ich schätze mal eher, das wird dann wahrscheinlich das werden, das heißt, da haben wir nicht viel, von dem her, ja, dürfte dann schon funktionieren, das heißt, wir sehen uns morgen, in diesem Sinne, bis dann, wir holen es raus, tschaußen!